Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Graveyard Keeper, wieder hier auf Wacking Gaming mit eurem Tim. In der Zwischenzeit habe ich mir ein bisschen rumgecraftet, ich bin wieder am Glas herstellen, aber viel habt ihr nicht verpasst, bin noch einmal über die Farm gelaufen, habe hier ein paar Sachen geholt und die werden wir jetzt noch kurz einlagern. Ich habe ein bisschen was gegoogelt, ein bisschen was geschaut und zwar, ich habe ja gesagt, ne, die Rezepte, die gucke ich mir soweit an, weil ich finde es ziemlich nervig jetzt gerade, das Ganze per Hand immer rauszusuchen oder alles auszuprobieren. Ich finde, das ist einfach vergebene Liebesmühe. Deswegen habe ich es mir mal etwas einfacher gemacht. Nun gut, ich zeige euch jetzt mal, was dabei rumgekommen ist. Moment, den Honig, den 4 Stück, die nehmen wir wieder mit. Inventarplatzverschwendung. Ihr wisst das ja, wie ich das sehe. So, Pilze kommen da oben noch rein und dann geht es mal wieder weiter. Die Presse kennt ihr ja noch. Und zwar, um die ganzen interessanten Sachen zu machen, die wir brauchen, brauchen wir jetzt zum Beispiel hier den, was ist das jetzt? Den, da steht nur Bienenwachs, ich will jetzt nicht, das ist egal. Habe ich eine ganze Sache? Naja, auf jeden Fall brauchen wir hier die ganzen Tische, unter anderem hier den Mörser. Und zwar muss ich mal schauen. Da müsste ich jetzt eigentlich hier das Ernteabfallzeug reinpacken können. Nee, kann ich nicht. Läuft ja gut. Ich habe mich sehr toll vorbereitet, wie ihr seht. Kann ich das... Nee, hier auch nicht alchemitisch. Kann ich das da nicht reinpacken? Hier stand doch, ich kann das da reinpacken. Das finde ich jetzt doof. Das finde ich jetzt wirklich doof. Ah, vielleicht muss ich das erstmal erforschen. Ah, das kann natürlich sein. Das machen wir doch mal. So, Karotten. Untersuchen wir mal. Kann zerfallen in Flüssigkeit. Ja, ich glaube, wenn wir es dann untersucht haben. Kann zerfallen zu Puder. Ja, jetzt cool. So geht das also. Anfertigen. Und zwar, da kommt raus Gesundheitspulver. Und wenn wir hier an dem anderen Tisch dann die Karotte platt machen, müsste rauskommen Chaospulver oder Gesundheitslösung. Gesundheitslösung, jawohl. Und jetzt muss ich überlegen, mit der Gesundheitslösung, die jetzt weiß ich nicht, wo gelandet ist. Da, mit der Gesundheitslösung. Und dem Lebenspuder sollte es klappen, dass wir uns Heiltränke machen. Jawohl, zack, da haben wir es schon. Und genau so. Aha, ah geil, der speichert dann die Rezepte. Das finde ich extrem gut. Das finde ich schön. Dann machen wir doch nochmal hier ein bisschen Pulver raus, beziehungsweise Gesundheitslösung. Und dann können wir auch mal wieder in die Mine gehen, ohne Gesundheitstränke. Ich weiß nicht, ob das so intelligent war beim letzten Mal. Das finde ich echt gut, dass er die hier speichert. Schön. Zack. Zack. Ist doch gar nicht so teuer. Aber dann wissen wir, dann müssen wir jetzt erstmal hier alle Sachen studieren. Ohne Gnade. Na gut, die Sachen vielleicht nicht. Oder auch hier, Hanfseile. Wir haben ja noch gerade genug Glauben. Oh, 4 Stück. Krass. Oh, das gab einige EP. Hui. Halleluja. Okay, gut. Wir bräuchten jetzt noch eigentlich ein bisschen Lebenspulver. Da habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf, was, woraus das gemacht wird. Versuchen wir einfach mal Honig.
denn da? Gar nichts, weil unser Inventar voll ist. Okay, packen wir ein paar Sachen raus. Jetzt haben wir hier das ganze Pulver. Zack. Ja, das war's. Da haben wir noch da das Pulver noch. Und dann die ganzen Sachen hier mal rein. Geschichten haben wir, glaube ich, hier rechts reingepackt. Das Gebet, die Geschichten weg. Ins Alchemieregal kommen die Gefäße. Ins Alchemieregal kommt sonst gar nichts. Nö. Beschleunigungspulver. Okay, Hanf mal kaputt machen. Beschleunigungspulver. Ein bisschen Ernteabfälle machen. Gesundheitspulver. Ne, Moment. Ah, das wollte ich eigentlich gar nicht. Was kann man sonst noch Platten machen? Da, Fledermausflügel. Chaospuder. Cool, dann können wir auch wahrscheinlich aus den Fledermausflügeln Chaoslösung machen. Jawohl. Weil auch da aus einem Gesundheitspulver. Wo haben wir es? Gesundheitspulver, Gesundheitspulver. Das müsste jetzt eigentlich das Grüne sein. Jawohl. Inklusive einer Chaoslösung. Das müsste jetzt das Lilane sein. Jawohl. Sollte es auch klappen, einen Gesundheitstrank herzustellen. Jawohl. Jetzt haben wir zwei Rezepte. Schön. Guck mal, so läuft's doch. So ist das doch schön. Wie hoch kann ich die stacken? Bestimmt 10 Mal insgesamt. Ja, klappt. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, wieder in die Mine zu gehen. Und ein paar andere interessante Tränke muss ich mir vorher nochmal raussuchen. Aber ich finde das echt viel Arbeit, sich da selber durchzuwuscheln. Was klappt denn wo? Und was muss ich mit wem kombinieren? Das ist mir persönlich einfach ja, zu krass. Ach, jetzt haben wir die ganzen Sachen noch dabei. Ja gut, die brauchen wir nicht. Aber die bringen wir gleich wieder zurück, wenn wir runtergehen. Gut, noch irgendwas, was hier oben rein kann? Ich bin gerade aufgeregt, ihr merkt das. Gut, die Bestattungsurkunde, die packen wir mal hier mit rein. Die braucht man nicht mit unten in die Katakomben zu nehmen. Ernteabfälle bringen wir mal mit runter in die Alchemiekiste. Das lassen wir mal draußen. Das Glas kommt hier mit rein. Dann sammeln wir die anderen Sachen eben noch auf. Zack, zack. Und machen dann vorher noch ein paar Gefäße. Hat auch unser Ofen was zu tun, während wir nicht dabei sind. Das da rein. Das kommt mit runter. Schlafen. Ganz wichtig, wir wollen ja fit sein. Was ich nicht verstehe, ihr habt ja gerade oben rechts eventuell den einen EP gefunden oder gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie der da hinkommt. Wirklich nicht. Der muss irgendwie aus dem Ofen rausgerutscht sein, da oben, da ganz hinten. Aber ich komme da einfach nicht hin. Gut, wir sind jetzt erstmal gewappnet. Da kommen jetzt die ganzen Alchemie-Sachen rein. Puder, Puder, Puder. Den Honig futtern wir gleich. Den lege ich mal auf nach rechts. Und das Grünzeug kommt hier noch einfach mit rein. So, einen Ruhestein behalten wir. Weil ich gar nicht weiß, ob ich da unten den Ruhestein überhaupt benutzen kann. Habe ich noch nie ausprobiert, bin ich ehrlich. Ab in die Katakomben. Ebene 5. Oh, dieses Geräusch lässt mir jedes Mal einen Schauer den Rücken runterlaufen. Wie geht's euch dabei? Hinterlasst das gerne mal in den Kommentaren unten. Boah, ich finde das krass hier unten drin. Ist das Spiel so schön gemacht. Ich mag das einfach. So, hier ist mein letztes Mal stehen geblieben. Gucken, ob ich mich dieses Mal ein bisschen besser schlage. Bin jetzt ausgeruht und fit. Also auch vom Kopf her. Beim letzten Mal war es wieder ein bisschen spät abend mit der Aufnahme. Und ihr wisst das, wenn ihr spät abends zockt, dann funktioniert das. Oh, eine Truhe, nicht immer ganz so gut, wie ihr das vorhabt. Eimer mit Blut. Krass. Wollte ich den haben? Mit am Küchenarbeitstisch gefertigt. Danke.
Ah, hallo, dich mag ich doch. Komm, noch ein Angriff. Zack. Okay, da muss ich aufpassen mit dem Schlagen. Ein bisschen Luft lassen. Wenn die fliegen, muss ich früh genug hauen. Okay, haben wir hier irgendwas drin? Nein, hier haben wir gar nichts drin. Den Stuhl könnte ich auseinandernehmen, aber den brauche ich aktuell nicht. Da habe ich ja zwischen den Folgen genug Schrott gebaut. Genug Holz verwertet, Metall geschmiedet. Ich glaube, da sollten wir erstmal wirklich genug haben. Ab in Ebene 6. Es geht weiter. Heiltrank. Geil. Erstmal Richtung Süden. Goldader. Und kleine Schleimis. Okay, also wirklich warten mit dem Schlagen, sonst habe ich einen Schlag verplempert. Warten, bis er springt und dann nochmal. So ist, glaube ich, gut. Goldnuggets, 8 Stück. Die können wir eigentlich mal versuchen, an den Schmied zu verkaufen, damit er den Kessel freigibt, damit wir da bei der Hexe weiterkommen. Wow. Au! Oh, das tut ja weh, wenn ich da durchlaufe. Okay, das war ein Inferno-Fledermaus. Der ist auch schon wieder ein bisschen stärker geworden. Okay, aber wir haben ja Heiltränke. Ganz so schlimm ist das ja nicht. Und noch ein bisschen Honig. Ah, Honig ist toll. Okay, zweimal hintereinander schlagen, wenn nicht genug nah genug dran steht, klappt. Okay, ich muss mir die ganzen Taktiken mal im Kopf behalten, wie ich am besten da mit den Viechern umgehen kann. Ich muss mein Spiel mal gerade ein bisschen lauter machen. Ich habe das Gefühl, ich spreche gerade so leise. Und je lauter mein Spiel ist, desto lauter spreche ich auch automatisch. Weil dann muss ich da ja irgendwie gegen ankommen, weil das Spiel ja selber so laut ist. Ihr versteht das schon. Inferno-Fledermäuse, ey. Scheiß Viecher. Die mag ich jetzt schon nicht. Bin aber gespannt, was da alles noch bei rumkommt. Also neue Gegner und so. Bei den Schleim muss ich wirklich warten, das klappt nicht so. Also bei den Fledermäusen funktioniert das sehr gut. Den Schleim brauche ich, oder darf ich nicht zu nah dran? Also so klappt das. So kommen wir auch hier weiter. Gut. Oh. Würde mich interessieren dafür, was ich mit dem Schleim machen kann. Gut, wir sind voll. Balken zerstören, das zerstören. Keramikrug zerstören. Puder und so, alles mitnehmen. Alles, was wir da mitnehmen können, nehmen wir mit. Oh Gott. Bin froh, dass wir Heiltränke machen können. Bin extrem froh, dass wir Heiltränke machen können. Oh, was habe ich denn hier bekommen? Puderzeugs? Okay, dann glaube ich, wird es Zeit, mal hier meine Brötchen leer zu fressen, damit wir wieder einen Inventarplatz freikriegen. Und weiter geht es.
Oh, ich finde das hier drin gerade extrem spannend. HP und Leben sehen. Ach, ich sage immer HP und Leben. Das ist Schwachsinn. Gut, was können wir rausschmeißen? Weizensamen. Ja, komm, die können wir eigentlich noch beim Bauern holen. Verlangsamtes Puder. Beschleunigendes Puder. Die ganzen Puder möchte ich eigentlich behalten. Wobei, verlangsamtes Puder. Komm, eins hauen wir raus. Den Rest behalten wir erstmal. Zwiebelsamen. Ah, jetzt ist wieder voll. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Nächste Ebene. Oh, fuck. Spinnennetze. Krass. Heiltrank. Was können wir denn daraus machen? Gar nichts. Ich weiß gar nicht mehr, was ich rausschmeißen soll. Metallschrott. Beschleunigungspuder. Komm, zerstören. Metallschrott. Da können wir ja grundsätzlich auch noch ein bisschen Eisen farmen. Das haben wir ja oben alles. Spinnen sind auch gar nicht so schwer. Muss ich jetzt meinen Metallschrott wieder kaputt machen? Ich brauche ein größeres Inventar. Und jetzt werde ich müde. Okay. Damit ist nicht zu spaßen. Wir gehen jetzt leider wieder schlafen. Mal gucken, ob ich mir merken kann, wo ich gerade gelaufen bin. Ich glaube, das war gerade aktuell nur straight runter. Ja, war nur gerade nach unten. Damit kann ich leben. Oh, Schlange, hi. Cool. Gib ihnen die blutigen Nägel. Gut, diese Nägel können das Siegel brechen. Sobald alles bereit ist, werdet ihr all seine Macht spüren. Und hier hast du den Eimer voller Blut. Oh, Heidenblut, das sollte funktionieren. Ich mag dich nicht, aber deine Unterstützung wird berücksichtigt werden. Aufgabe beendet. Ha! Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und jetzt ist alles bereit. Du wirst der Erste sein, der deine Rückkehr miterlebt. Geheiligt werde Cthulhu. Eigentlich habe ich gerade viel zu tun. Ich gehe jetzt lieber. Bleib oder du wirst bestraft werden. Ich spucke meinen Monitor gerade schon an. Na gut. Also, Chiquino Aperino. Oh fuck, das Hühnchen auf Doom. Soll das passieren? Nein, irgendwas ist schiefgelaufen. Sieht so aus, als laufen eine Menge Dinge schief. Schweig! Ich muss meinem endlosen Notizbuch eine Notiz hinzufügen. Tote den Schriftrollenverkäufer. Dieser miserable Schweinehund, er hat mir versichert, das wäre eine exakte Kopie der Seite, die ich bräuchte. Sieht so aus, als müsste ich das Buch selbst in den Finger bekommen. Kennst du jemanden von der Universität? Ich kenne da niemanden. Achso, doch, ich kenne da jemanden. Er ist Astrologe. Ich glaube, der hat da mal gearbeitet. Was für ein glücklicher Zufall. Du scheinst mir Glück zu bringen. Ich sollte dir die Hand abschneiden, um sie mit mir herumzutragen. War nur Spaß. Haha, lustig. Bring den Astrologen dazu, mir das Necronomicon aus der Universitätsbibliothek zu bringen. Entschuldigung, ich spuck hier gerade ein bisschen rum. Und ich bin ja echt was schuldig. Hühnchen ist weg, warum ist es... Oh, ich fand das Hühnchen aber toll. Hallo. Man hat mir gesagt, dass du mir illegale Dinge besorgen kannst. Warum ist die... Wenn du das gehört hast, muss das ja stimmen, aber eine Hand wäscht die andere. Ich brauche das königliche Siegel.
Geil. Und ich kann es nicht mehr aufnehmen. Rübensamen. Rübensamen müssen dran glauben. Das königliche Siegel. Wir haben das königliche Siegel. Wie cool ist das denn? Dann könnten wir jetzt den Leichensachen abschneiden, das Fleisch rausschneiden und dann einen Stempel draufpacken. Oh, ist das schön. Ich träume jetzt von gestempeltem Fleisch. Wie cool. Nun ja, erstmal muss ich mein Inventar leer machen. Das hätte ich gerade auch noch machen können. Ja, das ist richtig. Cool. Cool mit dem Siegel. Finde ich echt gut. So, ganzen Elixiere raus. Dann, was können wir eigentlich davon gerade erforschen? Wir haben doch so viel Schrott jetzt dabei. Blauer Schleim. Kann ich was draus machen? Das ist ja schon mal gut. Spinnennetz, kann ich bestimmt auch nachher was draus machen. Puder und Essenz. Gold. Ja, komm. Goldpuder. Ja, und sonst lassen wir das erstmal. Ach ja, Chaospuder war das ja. Nee, das brauchen wir nicht. Puder rein. Flügel hier rein. Den Schleim. Kann ich da sonst irgendwas draus machen? Ich glaube, da kann ich nichts zu essen draus machen. Ich versuche das gleich nochmal. Ich nehme den mit nach oben. Brauche ich sonst irgendwas hier reinpacken? Spinnennetz. Ich weiß nicht. Ich packe die jetzt einfach mal hier rein. Und gucken wir mal, was draus wird. Hier kommt noch eine Geschichte rein. Das Siegel lasse ich, glaube ich, bei mir zu Hause. Das Siegel kommt in meine Personal-Truhe. Und ja, jetzt noch die anderen Sachen, ne? Gucken, ob ich mit dem Schleim irgendwas machen kann. Nee, das heißt, der Schleim kommt gleich wieder in die Kirche. Und zwar als Alchemie-Zutat. Blaue EP, sehr geil. Okay, dann muss ich gleich noch zwischen den Folgen mal ein bisschen Kohle farmen gehen. Weil das finde ich so eine langweilige Arbeit, da braucht er nicht bei zugucken. Ich habe mich da umentschieden. Nö, das ist zu langweilig. Den Ruhestein wollte ich behalten. Dankeschön. Das da rein. Die ganzen Metallsachen wieder in die Metalltruhe. Blutige Nägel. Mal gucken, was man da noch irgendwie draus machen kann nachher. Glas kommt hier rein. Und dann war es das hier erstmal, oder? Kann man da noch irgendwas machen? Nö. Kommt der Schleim hier rein? Ah, hier haben wir noch ein paar Gefäße drin, die da gar nicht reingehören. Die gehören doch in den Alchemie-Schrank. Zack, guck mal. Und dann geht's hier doch schon wieder fast weiter. Gut, ich muss jetzt nochmal überlegen. Wir brauchten... Hier... wo haben wir's dann? Erntabfall. Gesundheitspulver und Chaoslösung, ne? Zwei... 3, 4, 5. Und mit den Fledermausflügeln. Beziehungsweise ich guck mal, was wir jetzt noch machen können. Schleim. Das gibt's, glaube ich, Verlangsamungslösung, oder? Eine Beschleunigungslösung, okay, blau. So, was können wir hier raus machen? Zerfällt in, keine Ahnung, irgendwas. Lebenslösung. Ah, cool. Jetzt können wir nichts platt machen.
Ja, dann brauchen wir hier noch ein paar Fledermausflügel. Die verbrauchen aber relativ viel Energie, finde ich. Ja, ein bisschen was zum Snacken haben wir ja noch. Gar nicht mehr so schlecht. Und dann fertigen wir uns noch ein paar Heiltränke. Gucken, ob man die bis 10 oder ob man die bis 11 stacken kann. Also halt dann bis 15 oder 20. 9, 10 und der letzte entscheidet jetzt. 11, cool, kann man sogar noch weiter stacken. Das ist schon krass. Okay. Hier kommen wir leider noch nicht weiter. Ich muss mal gucken, kann der Zombie irgendwas? Arbeitseffizienz 12%. Hier können wir noch nichts machen. Ich glaube, da werde ich mich in der nächsten Folge mal drum kümmern. Und zwar, wir haben hier eine neue Technologie freigeschaltet. Und zwar Zombie-Holzabbau und Zombie-Bergbau. Da gucken wir mal, ob wir da irgendwas machen können. Herstellen mit dem Bau des Sägewerks beginnen. Ja, da werden wir mal schauen, was wir da alles machen können. Okay, was wir auch noch nicht machen können, ist hier am Balsamierungstisch. Weil wir haben das Problem, da habe ich auch mal ein bisschen geguckt, dafür brauchen wir Säure oder Lauge, damit wir halt Totenköpfe hinzufügen können. Gibt immer plus einen roten und plus einen weißen oder minus einen roten und minus einen weißen. Aber wir brauchen dazu einen besseren Alchemietisch. Wir brauchen den T2-Tisch. Wir haben gerade den T1-Tisch und da können wir leider noch nichts weiteres. Ist da unten gerade ein Pilz aufgeploppt? Naja, auf jeden Fall können wir noch nichts weiter machen, weil wir brauchen einen besseren Tisch. Ja, worum ich mich jetzt kümmern werde, ist noch ein bisschen Holz und noch ein bisschen, Holz brauchen wir gar nicht mehr, aber auf jeden Fall Kohle, damit wir hier wieder was in die Öfen reinschmeißen können. Und dann gucken wir hier gleich mal am Weinberg, weil unser Wein ist auch fertig, also unsere Trauben, und die holen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal erstmal vielen Dank wieder fürs Zuschauen, lasst gerne mal ein Abo, Kommentar hier, teilt unsere Videos und ihr wisst ja, wir wollen größer werden, das schaffen wir nur mit eurer Hilfe. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Tim, gehabt euch wohl. Tschüss.